Tja, ihr habt es wahrscheinlich ja schon mitbekommen. Tennislegende Boris Becker stand ja nun längere Zeit vor dem Londoner Gerichtshof Southwark Crown. Er hat im Laufe seiner Karriere ja nun wirklich einige Millionen, also man spricht hier von über 50 Millionen Euro verdient. Aber aus irgendwelchen Gründen, wie das Leben eben so spielt, war er dann pleite. Sodass er dann im Jahre 2017 zahlungsunfähig war und über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Beim Insolvenzverfahren muss der Insolvenzschuldner, also in dem Fall Boris Becker, natürlich gegenüber dem Insolvenzverwalter sein gesamtes Vermögen offenlegen. Also sein gesamtes Vermögen, da darf auch nichts verschwiegen werden. Dieser Verpflichtung soll er dann aber nicht so richtig nachgekommen sein. So soll er unter anderem den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen, sowie Anteile einer Firma für künstliche Intelligenz und eine Darlehensschuld verschwiegen haben. Ich glaube, von insgesamt über 1 Million Euro. Ich glaube, das waren Euro. Als Begründung oder auch Entschuldigung, würde ich mal sagen, soll Boris Becker wohl unter anderem angegeben haben, dass seine Berater schuld gewesen seien, die sich schließlich um sein Vermögen kümmern würden. Sein Strafverteidiger soll dann wohl zusätzlich noch erklärt haben, dass Boris Becker in diesen Angelegenheiten eben auch sehr naiv gewesen sei. Dieser Argumentation ist das Gericht dann aber wohl nicht gefolgt. Ich glaube, vor 3 Wochen wurde der frühere Ausnahmesportler von den Geschworenen, ich glaube von 24 Anklagepunkten, in 4 Punkten schuldig gesprochen. Heute erging dann das Urteil. Boris Becker wurde jetzt zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Hiervon muss er mindestens die Hälfte der Zeit tatsächlich im Knast auch absitzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das bedeutet, seine Verteidigung kann dagegen natürlich Rechtsmittel einlegen. Ob sie dies tun wird, bleibt abzuwarten. Macht natürlich nur Sinn, wenn sie sich was davon versprechen, also ein milderes Urteil erzielen können. Tja, ansonsten heißt es für Boris Becker natürlich erstmal Paris, Athen, auf Wiedersehen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Muckout.